Was ist, was war und was sein wird, beginnt hier mit den Worten: Am Anfang war Howard die Ente. Kommt damit klar. Howard the Duck ist und bleibt der erste Marvel-Film, der jemals auf einer Kinoleinwand zu sehen war. Er handelt von einer humanoiden wie sarkastischen Ente, die von ihrem Heimatplaneten auf die Erde gezogen wird, wo sie mit Hilfe eines dulligen Wissenschaftlers und einer taffen Rocksängerin die Invasion dunkler außerirdischer Herrscher aufhalten muss. Ein Film, den ich seit meiner Kindheit liebe, bei dem ich mich aber auch lange gefragt habe, warum ihn nicht so viele kennen und lieben wie ich. Bis mir dann das Internet gesagt hat, dass er eigentlich scheiße ist. Was zuvor geschah? Die Filmschulfreunde George Lucas, Produzent, William Hayek, Regie und Skript, und Gloria Katz, seine Ehefrau, nur Skript, machten 1986 die Sex-, Gewalt- und Anti-Donald-Comics, die Steve Gerber von 1973 an für Marvel entwickelt hatte, zu einem Realfilm. Mit modernsten Effekten, einer animatronischen Ente, die von 7 bis 8 Leuten gespielt wurde, mit Lia Thompson, Jeffrey Jones, Tim Robbins und mit einem explodierten Budget von 37 Millionen Dollar. Das Ergebnis war eine familienfreundliche wie umhertaumelnde Mixtur aus Satire, Komödie, Romanze, Sci-Fi-Action und Duck-Out-of-Water-Abenteuer, die von den Kritikern wegen ihrer vielfältigen Inkonsistenz abgestraft und vom Publikum ignoriert wurde. Es folgten ein weltweites Einspiel von nur knapp 37 Millionen oder 38 Millionen Dollar und 4 goldene Himbeeren bei insgesamt 7 Nominierungen. Kurzum, der Apple war ein Fiasko. Doch das war mir, dem Jungen, der allein schon von der VHS-Hülle mit dem Ei und dem zigarrerauchenden Schnabel völlig fasziniert war, dann auch völlig egal. Denn schließlich stand da George Lucas präsentiert auf dem Cover. Und letztendlich fand ich alles an diesem Streifen einfach geil. Angefangen bei dem Entenkostüm, das für mich nie befremdlich, sondern nur lustig und beeindruckend war. Neben Labyrinth war das die beste animatronische, kabellose Puppe, die ich kannte. Und tatsächlich war sie nicht nur 2 Millionen Dollar teuer oder hat sie nicht nur 2 Millionen Dollar gekostet, sondern war auch wegweisend für die Branche. Genau wie die Arbeit von Industrial Light and Magic. Denn hier wurden zum ersten Mal Kabel digital wegreduziert. Die Kabel, mit denen sie Howard in seinem Sessel fliegen lassen. Das machten dann später auch Filme wie Terminator 2 oder Matrix. Dazu kommen die Transformations-Make-up-Effekte von Jeffrey Jones, seine Leistung an sich und das Stop-Motion-Monster, zu dem er am Ende wird. Das war zwar alles nicht auf dem Level von Star Wars, aber immer noch gut genug, um mich ausgiebig zu bespaßen. Zumal auch genug praktische Stunts und Zerstörungen zum Einsatz kommen. Zum Beispiel bei der Eskalation in dem Diner. Und der Explosionssound, wenn diese Autoschlange oder halt auch das Laserteleskop am Ende in die Luft fliegen, den habe ich so gefeiert, dass ich ihn beim ersten Mal immer und immer wieder zurückgespult habe, um ihn mir anzuhören. Und dazu kommen dann all die Dinge, die ich erst nur instinktiv genossen habe und nun rückblickend noch viel mehr zu schätzen weiß. Wie die Musik von Sylvester Levay, Thomas Dolby und John James Bond Barry, die ja zum einen wirklich typisch 80er ist, aber zum anderen den Film auch viel größer macht, als er je war. Oder Lea Thompson, der es so reizend, robust gelingt, die Idee einer Mädchen-trifft-Erpel-Romanze mehr angenehm als irre zu verkaufen. Dann die Selbstverständlichkeit, mit der Howard einfach ein Held ist, ohne Superkräfte. Oder die Selbstverständlichkeit, mit der Howard von fast allen akzeptiert wird. Ja, er verwirrt, aber er wird nie krass ausgegrenzt oder ständig hinterfragt. Eine Errungenschaft, die zum Beispiel James Gunn bei Guardians of the Galaxy so schön wie dann auch selbstverständlich angewandt hat. Und dann ist es einfach auch die vollkommen unbekümmerte Art des Films mit all seinen Absurditäten oder all seine Absurditäten unter einen Schnabel zu bringen. Alle sollen Spaß haben, hier ist richtig viel drin, alles hat seine Macken. Aber über das Gesamtwerk betrachtet ist nichts zu sehr vorhanden, um zu unangenehm aufzufallen. Das alles macht diesen Film zu einem Unikat. Eines, das genauso gemacht werden musste, wie es ist, um aus seinen Fehlern zu lernen und um seine Stärken zu übernehmen, um eines Tages zum Beispiel für die Avengers ein Beispiel in Sachen Action-Comedy zu sein, um für so viel Kosten zu sorgen,
dass George Lucas seine Firma Graphics Group an Steve Jobs verscherbeln musste, aus der dann irgendwann Pixar wurde. Und um zu begreifen, dass erst noch viel Übleres wie Elektra, The Spirit, Jonah Hex, der zweite Punisher, der dritte Blade oder Catwoman entstehen mussten, bevor Ich bin Iron Man zu einem zentralen Satz des Comic-Kinos werden konnte. Das alles macht diesen Film für mich so liebenswert. Das alles macht ihn zu meiner Guilty Pleasure Feather. Ich habe wirklich hart und lange überlegen müssen, was ich wähle. Nehme ich Predator, nehme ich Apocalypse Now, nehme ich Porco Rosso, nehme ich The Killer. Letztendlich habe ich mich dann doch für folgendes Zitat entschieden. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Und soweit ich mich an dieses Zitat zurückerinnern kann, bin ich schon immer in Goodfellas verliebt. Das lag zunächst an eher offensichtlichen Gründen, zum Beispiel am Cast, der mit zum Besten gehört, was jemals für nur einen Film vor der Kamera vereint wurde. Ob nun der unberechenbare Robert De Niro, der gefährlich geladene wie grenzenlose Joe Pesci, Ray Liotta in der Rolle seines Lebens, die zähe wie zerbrochene Lorraine Bracco, Paul Sorvino, Frank Vincent, Imperioli, Jackson Sirico, alle klasse, alle vital, alle so wichtig für diese filmische Gangsterwelt. Daneben hat mich die Kamera von Michael Ballhaus und seine sensationellen Steadicam-Fahrten beeindruckt. Und dann eben diese großartigen Momente, die Scorsese mit Ballhaus und der Besetzung erschaffen hat. Natürlich der legendäre Copacabana-Shot über die Straße vorbei an der Warteschlange durch die Küche in den Nachtclub. Aber auch das Kochfest im Knast, Braccos Aufmarsch vor Liottas Stammkneipe, die Leichenmontage zu Layla, die How Funny-Eskalation oder die Spider-Situation. Alles Szenen und Leistungen, weshalb ich Goodfellas immer und immer wieder in den Player geschoben habe. Und je häufiger ich den Film sah, umso mehr habe ich Scorseses Plan verstanden, umso mehr habe ich ihn lieben und bewundern gelernt. Es ist dieses Zusammenspiel aus genauer, konventioneller, übergeordneter Struktur und diesem Fuck you, pay me Vibe im Detail. So hat der Film zwei klare erklärte Ziele, der unaufhaltsame Aufstieg und der unentrinnbare wie qualvolle Abstieg. Doch dazwischen gibt er auf solche Dinge wie Sehgewohnheiten, guter Geschmack oder Regeln so kontinuierlich wie beherzt einen Mittelfinger. Mit anderen Worten, er ist so wild, brutal, witzig, irre, gnadenlos, kaltschnäuzig, schlagfertig, rastlos, unkalkulierbar und lebendig wie die Gangster, von denen er erzählt. Scorsese treibt die Erzählung unermüdlich voran, überrascht mit Umwegen oder Schlenkern, aber hält fast durchweg ein berauschendes Tempo und wechselt Stil und Tonlage der Inszenierung, wie er lustig ist. Diese Methode hat er danach noch in mindestens zwei Filmen angewandt und verfeinert, um sie schließlich mit einem dritten Film zu brechen. Letzterer hieß The Irishman. Einer der beiden anderen heißt The Wolf of Wall Street. Und der konnte gleich mehrere Dinge belegen. Unter anderem, dass diese Methode auch 23 Jahre nach Goodfellas noch aufgeht. Dass sie kein One-Hit-Wonder ist. Und dass es Scorsese auch mit 71 Jahren immer noch drauf hat. Dass er es schafft, nach wie vor schafft, die Faszination wie auch die Grausamkeiten eines in sich geschlossenen Mikrokosmos zur dichten, direkten und triebhaften Erfahrung zu machen. Egal, ob es nun um Wolfsrudel an der Wall Street oder die Goodfellas der New Yorker Mafia geht. Und deswegen bin ich in letztere verliebt, soweit ich mich an sie zurückerinnern kann. Eigentlich hau ich nicht so gerne auf Low-Budget-Streifen oder Trash-Filme ein, denn das ist zu leicht und dankbar und auch meiner Ansicht nach steht es nicht so sehr im Dienst der Sache. Aber Tal der Skorpione, aka Breakdown Forest, dieses Self-Made Battle Royale im Wald, ist für mich ein Film, den die Welt nicht gebraucht hat. Ein ultra-low-budget Steven Seagal Spätwerk-Imitat mit jeder Menge Ü-40ern, die Actionfilm spielen wollen, mit einem Over-the-Top-Ansatz, der bedenklich oft sexistisch und homophob wirkt, mit einem Bernd Wollersheim, der seine McFit- und Türsteherkumpels zum Dreh mitgebracht hat, und Sätzen wie "Oh Junge, du findest keinen härteren Stecher wie Tante Werner." Kann man machen, wenn man vom Kino wirklich gar nichts mehr erwartet oder um seinen Erwartungskompass neu einzunorden. Aber für die 131 Minuten findet sich echt zu viel Besseres. Trauma zum Beispiel, Operation Dance Sensation oder auch die letzte Russian Road Rage Compilation. Braucht man nicht. Oh, was ist denn das? Was habe ich meinen Kinderlein denn da mitgebracht zum Weihnachtsfest? Das da
ist ein wunderbares neues Video unseres Gastes und das da ist das Türchen von gestern aus unserem Adventskalender, in dem jeden Tag eine neue Person 3 Filme vorstellt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal, liebe Kinder. Macht's gut. Auf Wiedersehen.